Genau, jetzt sind wir zurück. Werkzeug ist da. Wir wollen noch einmal Spannendes machen übrigens. Mhm. Und zwar machen wir nochmal das Ansaugrohr ab hier. Und zwar gucken wir nochmal rein in die Ventile und gucken uns die Ventilschaftsrichtung an mit dem Endoskop. Da können wir hier was ausschließen. Wenn die jetzt wirklich noch in Ordnung sind, ne? Du siehst ja, wenn das Öl quasi an den Ventilen ein bisschen runterläuft, mhm, überwiegend. Gut, die Auslassseite würde jetzt schwierig zu prüfen. Ja. Den Eingang schon mal messen können, haben wir auf jeden Fall schon mal gefühlt alles abgeklärt. Wir können auch den Ausgang messen, wir müssen da bloß ein Westgate wegmachen. Dann können wir da auch reinschauen. Weil auslassseitig siehst du es immer stärker. Dann kann es nur noch der Lader sein übrigens. Ja, dann kannst du noch der Lader sein. Weil im Brennraum ist ja relativ wenig Öl, ne? Mhm. Also ich glaube nicht, dass dann in der Ladeluftführung oder im Haben wir schon geguckt, hier ist gar nichts drin. Und im Ladeluftkühler auch nicht? Weil da in den Stellen kann sich ja nicht sammeln. Ich habe nicht reingeguckt. Okay, können wir nochmal oben abgezogen. Aber dann kann es wirklich nur noch sein, dass der Lader meiner Meinung nach hinten rausdrückt. Wobei, ich sage ja, der hat aber auch kaum Wellenspiel, ne? Das Thema ist aber, was Sie gesagt haben, weil es eigentlich ein Diesellader ist, kann der die hohen Abgastemperaturen nicht ab, die Dichtung. Sagt aber auch der eine sagt ja, so, der andere wieder so. Fragt 10 Leute, bekommt 10 Antworten, ne? Das ist immer schwierig bei sowas. Ja, das stimmt schon, die Abgastemperaturen sind echt hoch. Also im Abgasgehäuse, wenn man da richtig drauf drückt, ich sag jetzt mal. Na, 950 Grad sind wir eigentlich schon am Start. Ne? Also ich denke, drüber wird Steffen dann auch nicht gehen, weil er dann sagt, sind dafür gedacht. Wir steigen mal ein, wenn es hier weitergeht. Mhm. Genau. Wo sind wir jetzt hier? Na, das ist aber unsere Ansaugbrücke. Das ist nicht von den Schweden. Wo müssen wir jetzt lang hier? Ja, eigentlich nach rechts unten. Das ist immer der Nase nach. Das ist gar nicht so einfach, das zu steuern, das Ding hier. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch eine leichtere Idee. Ey, warte mal. Gehen wir raus. Das ist gar nicht so einfach. Ein bisschen Öl dran, ne? Da ist schon Öl dran. Also ich sag mal, die Linse noch ein bisschen sauber machen. Ich sag jetzt mal, wenn der Lader im Arsch ist, ist das die günstigste Lösung. Mhm. Du kannst gerne, wenn du willst. Dann schauen wir mal. Das ist mehr so der Typ mit kleinen Sachen, der oben spielen kann. Ich meine, der stand jetzt auch eine ganze Zeit lang, ne? Mhm. Und normalerweise, das Ventil sieht jetzt so aus, als wäre es zu, müsste sich jetzt hier irgendwo Öl sammeln, ne? Also gerade entweder läuft es hier am Ventil runter oder sitzt schon hier unten auf dem Ventil. Mein Gut, es kann natürlich sein, dass jetzt eine Schaftdichtung im Arsch ist. Eigentlich müsstest du jetzt halt Ansaugbrücke weg. Bei den großen Rauchansammlungen, da müsste mehr sein. Ja, und vor allem ist es nicht typisch dafür. Schaftdichtung, defekt, heißt eigentlich immer, die Kiste steht über Nacht, es läuft eben ein bisschen Öl aufs Ventil, ne, durch die undichte Schaftdichtung, du schmeißt an und er wirft ein Wölkchen. Ich muss ehrlich sagen, er macht ja während der Fahrt halt auch so extrem, gerade im Schubbetrieb. Ganz genau. Also ich habe bis jetzt, wenn das unter Volllast raucht, nur zwei Sachen gehabt. Mhm. Nee, drei Sachen. Entweder Kolben-Ringsteckbruch bzw. Kolbenschmelzer oder eben Lader am Arsch. Also ist es doch mal, kann es doch mal Lader sein, eigentlich kein Typ. Die Frage ist halt jetzt überhaupt, wenn wir das jetzt alles behoben haben, kann es ja sein, es läuft einfach. Der Rauch ist weg und es ist gar nichts, weil du letztes Mal mit dem Anju gefahren bist. Ja, und da war ja auch alles cool. Ja, wobei ich sage jetzt mal, wenn du eine Undichtigkeit irgendwo hast, geht es ja nicht von alleine weg. Halt normalerweise nicht, deswegen war es komisch. Anju hat aber gesagt, kriegt manchmal, und das gibt es auch selten, sagt er, aber es gibt's. Wenn man viel fährt, beheben sich Probleme von ganz alleine. Das kann schon sein, ja. Na, du kennst es ja aus Beziehungen. Ja. Genau. Ich meine, wir können das beim Lader auch jetzt, wenn wir den Westgate ausbauen, relativ gut überprüfen, ne? Mhm. Ich schau mal, ob ich vielleicht noch in einen anderen Kanal reinkomme. Es ist ein bisschen schmand dran, aber jetzt ohne übelst viel. Nee, das ist die Frage, das kann auch Altrick sein, weißt du? Oder habt ihr das komplett gereinigt innen drin? Nee. Ja, deswegen, das wird dann Altrick sein. Die Serienlader, die ölen ja eigentlich immer, also. Ah, scheiße, in die anderen komme ich, glaube nicht rein. Mhm. Ja, also. Kann man noch aufschrauben. Nee, ist wieder schlimm. Aber sah er also an der ersten Das sah ja schon mal. Erstmal ganz gut. Wir haben ja wieder schon mal ein Indiz, das ist schon mal ganz gut. Ich würde jetzt fast nochmal als Ausschlussverfahren ein Westgate rausmachen. Ja, okay. Weil jetzt können wir dann mal nämlich in den Krümmer reinschauen. Wenn jetzt im Krümmer Öl steht, dann kommt es von den Auslassventilschaftdichtungen. Müssten wir aber auch so weit hinkommen. Und wenn jetzt da kein Öl drin ist und wir schauen in die Downpipe rein und da ist Öl drin, dann muss es der Lader sein. Na dann los. Ganz fest. Also dann haben wir wirklich aber hier komplett die ganze Bude durchleuchtet, ne? Ja. Beste, was du machen kannst, gerade bei einem Motor, den du selber aufgebaut hast. Und wenn dann die Bude noch läuft heute, flipp ich komplett aus. Ja. Wir können natürlich die zwei Jungs in Schweden nochmal anrufen, die werden gerade in ihrer Shisha sitzen. Aber ja, in ihrer Shisha, ey, hinten, ja. Shisha. So. Yeah, Das war ja so ganz strange. Das war ja. Mit so einer weißen Supra, ne? Wir gingen dort die Treppe runter und sind dort in so einen kleinen Raum gekommen, der dann so ein bisschen lila beleuchtet war, wo eine Shisha in der Mitte stand und dann Butler war. No Baklava, we have so many, wer ist das? No, thank you, thanks. We ate 10 minutes ago. Baklava. Ja, ja. Sollen wir erst Endoskop schauen oder sollen wir erst Zimmering machen? Was soll ich lieber? Lass uns mal den Zimmering zuerst machen. Ja, hier sieht man das abgezogen, das Stück. Genau. Also das ist jetzt unser Triggermotor. Genau, und hier ist eigentlich diese Nase, was dann ausschlägt. Und dann wurden hier und hier ein paar Schweißpunkte reingesetzt. Das hat ja trotzdem leichte Kerben. Ja, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Das wäre gemein ganz schön fertig aus. Mhm. Ja, das ist auch leicht verbogen, wenn man das so sieht. Also übrigens hier die Zähne, guck mal, was man auf eben hier. Da hier, ja. Hier nicht, ja. Oh ja, Da müssen wir uns bei den Zahnriemen, ja gut, ist das gar nicht so scharf. Müssen wir uns fast den Zahnriemen nochmal anschauen. Nee. Der ist ja neu. Ja, aber ist ja trotzdem jetzt gelaufen, ne? Mhm. Aber trotzdem, schauen wir mal drüber. Hat schon ein bisschen gelitten, der Gute. Ah, was ist das? Siehst du das?
Also der sitzt schon ziemlich wackelig drin. Also man sieht auf jeden Fall deutlich, dass es hier rausläuft, da unten. Ne? Ja, ja. Oben ist eigentlich alles dicht. Wie gesagt, nochmal ein Zimmerring ist so eine Thematik. Jetzt ziehen wir mal den Zimmerring raus und dann schauen wir uns mal die Lage dahinter an. Wenn wir mal ein bisschen das Öl da unten wegmachen, es kann schon gut sein, dass da unten diese Ablaufnut ein bisschen zugesetzt ist. Und dann würde das natürlich erklären, wieso das da raussifft. Ja, da ist schon ein bisschen Dichtmasse drin, ne? Ja. Aber für mich sieht es fast so aus, als wäre da ein bisschen rumpoliert worden. Also an der Kurbelwelle selbst, ja. Was heute hier an Technik zusammenkommt, ist wirklich, hätte ich nicht, dass wir so eine Videos mal drehen. Mhm. Wahnsinn. Dort, wo der Bumsen ist. Ja, genau. Dort sieht man es eigentlich ganz gut. Dort ist eigentlich die Ablauf, das Ablaufloch für die Ölpumpe. Genau, genau. Also entweder ist die zugesetzt und das Öl tritt deswegen aus dem Zimmerring raus. Oder die haben die Kurbelwelle an der Stelle poliert, beziehungsweise ein bisschen Material abgenommen, dass natürlich der Zimmerring nicht mehr richtig sitzt. Also wir machen jetzt erstmal die ganze Dichtmasse weg, bohren mal durch dieses Loch durch mit dem Aludraht und dann setzen wir den Zimmerring ohne Dichtmasse mit mehr Vorspannung ein. Ja. Schlecht wäre es wahrscheinlich nur, wenn das Stück halt irgendwas verstopft, oder? Das kann eigentlich nichts verstopfen. Nee? Das fährt, also wenn ich das jetzt durchdrücke, dann fällt es direkt in die Ölwanne. Es ist natürlich dann im Öl, aber du hast ja einmal... Hier haben wir ja gesehen, also wieder angesaugt werden kann es ja auch nicht, weil da haben wir ja ein Ölsieb. Ganz genau, ja, ganz genau. Also testen wir das jetzt mal. Wir testen das jetzt mal. Ich hoffe, ich komme da gut hin mit dem Draht und das ist auch die richtige Stärke. Ist das werden wir gleich sehen. So. Oh, nee, da war es nicht. Noch ein Stück hinten rein zu quasi. Also. Ein Stück hinten rein zu. Verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Los, steck ihn mal rein. Ich war ja früher auch mit Motorenbauer. Jetzt mal gucken, wie mich aus. So, Freunde, wir konnten schon mal ausschließen. Wir haben gerade mit dem Schweißdraht die Bohrung gefunden, durchgestochen. Ist frei, haben wir ausgeschlossen. Steckt keine Dichtmasse drin. Gut, geht weiter am Text. So. Das ist hier mit der Hülse. Ich spiele hier Hallwerkzeug. Ja. Genau. So. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz betonen, der ist jetzt nicht eingeklebt. Nee, wir haben jetzt quasi bloß die Vorspannung erhöht, alles sauber gemacht. Mhm. Und wir haben halt diese Ablaufbohrung mit dem Schweißdraht mal durchgepiekst. Wenn jetzt Öl rausläuft, dann haben wir natürlich ein Problem. Das meine ich ja genau deswegen. Na, das müssen wir jetzt mal schauen, weil da darf jetzt eigentlich nichts mehr rauslaufen, wie gesagt. Kurzes Update, Zahnriemen ist jetzt drauf, Freunde. Neue Zahnriemenspanner ist dabei. Und das neue VVTI-Rad ist drauf, ne? Also... Jetzt heißt es noch abblitzen, damit die Zündung passt. Haben jetzt auch schon alles am Laptop eingestellt. Haben jetzt hier schon mit Anjo telefoniert. Und zwar, das haben wir eingestellt. Jetzt können wir das klar abblitzen. Das bin ich immer gespannt, wie das funktioniert. Habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben. Und dann sollte eigentlich alles soweit passen. Der Flo ist guter Dinge. Ja. Und ich auch. Es wird heute klappen. Bitte lass es klappen. Oh ja, das ist ja der Wasseranschluss, ne? Genau. Da, wo ich gerade die Überschwemmung gemacht habe. Tust du den auch einkleben? Nee. Nee. Ich mache eigentlich nirgends nicht was in, außer in der Ölwanne. Zeig mal her, hier in Ruhe. Dann. Aufkriegen. Ach, ja. Nicht mehr ganz so schön. Ja, ne? Die machen wir mal neu. Da oben ist nochmal ein Zimmerring drin. Machen wir auch neu. Und dann hier oben. Eben. Hier oben ist nochmal einer drin. Ach so. Das Auto besteht gefühlt aus Zimmerringen. Also aus Zimmerring. Ja, ich weiß, was du Rick macht hier schon die Kerzenschachtspulen wieder rein. Dann haben wir die Masse ist jetzt dran. Was ist jetzt dran, genau? Das Massekabel, was hier noch einzeln rumhing, ist jetzt auch dran. Hier vorne ist schon der Keilriemen, alles wieder drauf, Verkleidung wieder dran. Und ganz viele Kleinigkeiten noch. Ganz viele Details. Hier ist die letzte Kerzenschachtspule. Und dann haben wir hier nämlich so ein wunderschönes Gerät. Kannst du mal ganz kurz erklären? Ja, das ist so ein Venturi Entlüftungsgerät. Wir geben jetzt quasi hier Überdruck drauf, dann zieht es uns das ganze System leer. Wir haben hier eine Unterdruckanzeige, wir gehen dann quasi bis zu der Grenze 0,6 oder 0,5. Dann schließen wir das, dann ist auf dem ganzen System Unterdruck und wenn wir irgendwo eine Undichtigkeit haben, sehen wir das sofort, weil dann quasi ja der Atmosphärendruck wieder in das System eindringt. Deswegen lassen wir es kurz stehen. Wenn das dann wieder funktioniert, schließen wir den Kanal und lassen dann das Kühlwasser rein, haben wir nämlich den Vorteil, dass wir gleich entlüftet haben, weil wir haben ja davor keine Luft mehr im System. Das ist natürlich gut. Sonst muss ja immer hier Heizung laufen lassen, wieder nachkippen und sowas und so ist es gleich fertig befüllt und eben entlüftet. Also das hat so ziemlich alle Schläuche zusammengezogen. So, wie wir jetzt sehen können, ist das Ding dicht. Ja. Also man kann da so ein, zwei Minuten warten. Mhm. Und wenn das aber undicht ist, wenn ich jetzt hier eine Schelle löse und gehe mit dem Schraubenzieher rein, dann siehst du, dass das sofort, abfällt. Ja, ja. Genau. Stellen wir uns den Wassereimer hier drauf. Ziehen das Ganze da rein. Geht eigentlich auch sogar. Bis quasi der Unterdruck wieder weg ist. Ganz genau, ganz genau. Geht eigentlich auch relativ schnell. Man hört es ja, wie das da reinströmt. Was kostet was? Ich glaube 80, 90 Euro. Ja, aber gut, wenn du es mal machen musst, ist es Gold wert, ne? Das sind halt so Prüfungen. Das ist halt wie, wenn du einen Motor vermisst, ne, mit den ganzen
Messuhren, dann weiß ich im Endeffekt vorher schon, ob er gut funktionieren wird. Und so weiß ich jetzt, alles klar, ich schmeiß die Kiste an und ich weiß, Kühlsystem ist schon mal dicht. Freunde, super spannend. Wir sind jetzt quasi in der Abgasturbine hinten drin mit dem Teleskop. Und zwar, guckt mal, auch da seht ihr kein Öl. Spiel vom Lader geht auch. Also wenn ich jetzt hier eine Welle drehe, ne, oder, oder wackel. Klar, hat ein bisschen Spiel, ist ja auch gleitgelagert, ja, ne? Aber es ist wirklich okay. Also kein Öl an der Seite, nichts dran. Ne? Nee, ist echt komisch, wo das herkommt. Vor allem, dass es halt nur sporadisch ist, ne? Naja, ich meine, die Schaftdichtungen sind noch nicht ausgeschlossen, das müssen wir uns mal anschauen. Ja. Aber das würde man nicht trotzdem ein bisschen an der Abgasturbine sehen? Ja, schwierig. Ist halt die Frage, wann es gebläut hat, ne? Weil du musst es so sehen, das verdampft halt meistens restlos. Wie gesagt, das ist wie, wenn du einen Öltropfen auf den Boden wirfst, ja? Das ist natürlich dann ein riesen Fleck und so ist es eben mit dem Ölverdampfen auch. Da hast du drei Tropfen, die verbrennen und hast eine riesen Wolke, was aber eigentlich nicht wirklich viel Öl ist. Und der Motor hat ja keinen Ölverbrauch. Bis jetzt sieht alles gut aus. Jetzt machen wir noch das Wastegate raus. Und ich hoffe, dass wir dann durch den Fächerkrümmer zum Zylinderkopf hinkommen, dass wir uns die Abgas-Ventilschaftdichtung anschauen können. Ich habe ein bisschen Angst, weil das ist halt echt ein krasser Fächerkrümmer, dass ich da gar nicht hinkomme. Ich hätte noch eine andere Idee, aber was so gut funktioniert. Ja, wir könnten theoretisch über den Zündkerzenkanal da hinkommen, aber naja, du überlegst, von Maserati sind wir auch hingekommen, ne? Ja, du kannst bloß hochschauen. Ja. Also du siehst bloß, ob Öl am Ventil unten dran hängt. Ja. Sicher, so schön sauber wie das ist. Wir haben jetzt hier hinten Kerzenschachtspule Zylinder 6 nochmal rausgezogen. Jetzt müssen wir mal hier hin. Ja, warte mal. Ich komm mal hier rum. Das ist Auslass, ja? Sicher? Gehen wir nochmal weiter runter, also zum Kolben hin. Nee, das ist Einlass, ja. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir mit dem Kolben nicht die Kamera killen. Ja, doch, du kommst schon hoch. Jetzt müsstest du mal reingehen. Also, dass du nach oben drehst. Jetzt müsste ja dann die Auslassventile offen sein. Muss noch ein Stück. Ich sehe nicht durch, was hier einer drunter sein soll. Die rechten müssen es sein, die weißeren. Ja, die sind vielleicht gescheit weiß, ne? Das ist eine sehr heiße Verbrennung, würde ich mal jetzt behaupten. So, jetzt müsstest du eigentlich die Kamera noch hochziehen können, dann müsstest du in den Kanal reinrutschen. Und siehe da, wir haben Öl auf der Schaftdichtung. Problem gefunden. Schaftdichtungen im Arsch. Ja. Aber dolle, nee. Ja, doch. Ja, das ist nicht ohne. Ich schau mal zum anderen rüber. Also andere auch leicht, Flo. Aber gut, wir haben den Fehler gefunden. Ja, würde ich jetzt schon sagen. Mal gut. Ja. Für das Laderöl oder dass es hinten ja, raus so gerußt hat. Ja. Die Frage ist jetzt mal abgesehen, nehmen wir jetzt mal an, der ist jetzt dicht. Der Simmering. Was macht man dann mit den Ventilschaftdichtungen? Was wäre der beste Werdegang oder wie kann man es am besten in Ordnung bringen? Also du kannst es im eingebauten Zustand auf jeden Fall tauschen. Du musst halt schauen, dass du den Zylinder, wo du gerade machst, zum Beispiel Zylinder 1, auf OT drehst, dass die Ventile nicht reinfallen können. Mhm. Die gehen dann einen halben Zentimeter runter und fertig. Dann brauchst du Spezialwerkzeug, wo du eben die Ventilfeder drücken kannst. Was du da hast. Nein, ich mache das auch nicht mehr im eingebauten Zustand. Ach so, okay. Du machst nur im ausgebauten. Genau. Wenn dann baue ich den Kopf runter. Okay. Ich habe das eben gerade schon erzählt, ich habe das schon mal gehabt, dass mir ein Ventil kalt, dann runter die Ölwanne fällt und dann darf es alles zerlegen. Oder ein Brennraum fällt oder so. Naja, okay. Das ist mir einfach zu heiß. Aber wie gesagt, es gibt dieses Werkzeug, kostet 30 Euro auf eBay. Da drückst du quasi mit einem Hebel runter, gibt es glaube ich auch zum Schrauben. Dann kannst du mit Magnet die Ventilkeile rausnehmen, Federn und Heller rausnehmen und dann kannst du die Schaftdichtung ziehen. Neue draufsetzen. Okay. Gut, das ist ja keine Option. Also für mich ist es keine Option. Ne, weil wie würdest du vorgehen? Also ich würde den Kopf runterbauen. Aber der Motor muss nicht komplett ausgebaut werden? Nee. Okay. Also Kopf runterbauen und dann geht das relativ easy. Genau, Kopf runterbauen, alle Anbauteile logischerweise weg. Dann Kopf waschen, planen. Meistens müssen wir die Lagergasse mal kurz durchholen, ne, weil die immer einlaufen bei denen. Naja, ich würde sagen, wir testen erstmal, was der Simmering macht. Würde ich auch sagen. Jetzt machen wir mal die Programmierung noch. Weil sonst brauchen wir einen neuen Motor. Ja genau, das habe ich gemacht. Wir blitzen gerade die Zündung, aber da haben wir jetzt die richtige Einstellung gefunden. Also wissen wir jetzt schon mal, warum er jetzt wieder, er springt wieder an. Da musst du erstmal das Triggerrad anlernen, ne? Ja, aber das Problem ist irgendwie, das ist ganz komisch. Ich verstehe es auch nicht mit dem ganzen Eingestell hier. Ja, es wäre Quatsch, irgendwann was zu behaupten. René, wie sieht's aus? Ich bin nur bei 8. Also Freunde, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Online? Ja, okay, nicht nachsteht. Okay. Okay. Freunde, was ist passiert? Ja. Sind wir schon eine Woche später jetzt? Es ist alles kaputt. Nee. Hey, jetzt wird Testfahrt gemacht quasi und jetzt gucken wir, ob der Simmering wirklich hält oder lassen. Genau, bis jetzt ist alles dicht. Am Laufen lassen. Triggerrad funktioniert jetzt. Genau, springt besser an als zuvor. Richtig. Hinten Ansaugbrücke ist dicht. Wollte ich gerade auch sagen. Wir haben überall mit dem mit dem Endoskop reingeschaut. Ja. Auslassventilschaftdichtungen sind leider undicht. Ja. Deswegen bleibt er auf jeden Fall trotzdem schon mal hier stehen. Mhm. Aber das wird noch gemacht. Das wollen die Jungs so in den nächsten 10 Tagen durchkloppen, haben sie gesagt. 24 Stunden. Ich glaube, ich bin mal wieder Single. Ich habe heute echt viel rausgefunden und richtig viel Klärenkontakt ist er schon mal. Das ist schon mal richtig geil. Ja. Und wenn jetzt das immerhin gehalten hat, dann küsst ihr die Füße.
dann wird es heute wirklich. Ich hoffe, du hast nie gewaschen. Ja. Testen wir das Ganze jetzt, oder? Ja, jetzt fahren wir mal eine Runde. Ich denke mal, das werden wir jetzt nicht filmen können, ne? Was denn? Wenn ihr die Probefahrt macht, wird schwierig. Quetsch dich hinten rein. Ja, das wird schwierig, oder? Ja, das, das wird schwierig, ja. Das machen wir nun schon. Voll frei. Alles. Wir haben alles, wir machen eine Deckel alles zu. Fest, alles fest. Du hast ja vorhin schon geschaut, Kühlwasser hat es geprüft. Mhm. Gut, ich sehe eher das am Laptop, von dem her. Wird zwar eine kurze Probefahrt, weil mein Akku ist fast leer. Gib mal kurz das Feedback. Läuft sehr gut, Abgastemperatur ein bisschen zu hoch. Also wir hatten Ende vierter Gang, hatten wir ein bisschen über 950 Grad. Ich habe jetzt noch dieses Knallen hinten raus ein bisschen reduziert, weil das war quasi dauerhaft, diese, wie nennt man es, Schubknallen. Ne? Also ja. Wenn du vom Gasgang ist, der immer bap, bap, bap macht, da war quasi die, oder der Drosselklappenpotti ist nicht richtig justiert. Also der ist nicht in Fuel Cut gegangen, weil der immer 1,2% Drosselklappenstellung erkannt hat. Okay. Hm. Ja, das ist jetzt weg. Also jetzt kann das quasi nur noch mit dem Fuß selber provozieren. Aber sonst, wie läuft der, findest du? Einwandfrei, echt gut, muss ich sagen. Ich bin echt jetzt halt schon ein bisschen ein Fan von der Max ECU. Mhm. Ne? Was haben wir jetzt noch? Ja, wie gesagt, Abgastemperatur haben wir jetzt da die Regelung reingemacht, dass wenn der über 900 Grad kommt, dann, also desto höher die Temperatur dann steigt, desto mehr spritzt er dann ein. Ja. Ne? Ansauglufttemperatur haben wir noch als Problem? Genau, haben wir noch als Fehler gehabt. Also jetzt, wo wir zurückkommen sind, hat man 60 Grad Ansaugluftemperatur. Mhm. Hat die Max ECU gleich einen Fehler geschmissen, sozusagen, also Warning. Ist aber auch bedingt ein bisschen durch die Position, ne, um den Sensor an sich. Ja, da ja. Müssen wir halt einen anderen reinmachen. Müssen wir aber erstmal mit den anderen quatschen, welchen Sensor wir auch nehmen können. Ja, ja. Weil die Emu kannst du ja alle Sensoren reinbasteln, blöd gesagt. Wenn die da so ein bisschen zickt, die Max ECU, dann ja. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch schauen, ob der Simmering. Genau, jetzt machen wir Wagenheber-Action, wenn es irgendwie hinhaut. Mhm. Man hört ihn noch. Wir hätten es jetzt auch ganz einfach machen können. Endoskop runterhalten. Ah, das ist ja krass. Endoskop wäre natürlich eine Eins jetzt. Ja, das Endoskop hat uns heute schon richtig den Arsch gerettet, wirklich, Alter. Aber ich habe gerade mal geguckt, mal darauf geachtet, jetzt mal das erste Mal richtig, der kommt wirklich später, leider. Bei 4,2 oder sowas oder 4,3. Ist okay. Ja, aber vielleicht passt die Zündung noch nicht ganz oder so, weißt du? Der warten wir noch ab, genau. Ja, okay. Der kann das schon noch extrem beeinflussen beim Abstimmen. Aber läuft echt verdammt gut, muss ich sagen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass da alles dicht sein wird. Ja, ist undicht. Ist undicht, ja. Ja, ist undicht. Wenn es dort lang gelaufen ist, ist es undicht. Das haben wir eigentlich davor gut sauber gemacht. Mhm. Ja gut. Das kann nicht sein, ey. Dann ist schwierig. Da müsste jetzt eigentlich auch schon Tropfen drunter sein, ne? Naja, das dauert jetzt kurz, weil das läuft ja nicht übelst viel gleich raus. Naja, klar, das sind halt bloß ein paar Tropfen. Dann wäre vielleicht jetzt einmal interessant, in Verbindung mit Schaftdichtungen vielleicht Ölpumpe damit wegmachen. Wenn das gerade jemand eh runter muss, naja, Ölpumpe, dann kannst du die auch gleich bearbeiten. Ja, aber die Ölpumpe muss ja quasi, Ölwanne muss alles raus, ne? Das heißt, wir müssen können eh den Motor ziehen. Ja, dann heißt es Motorgetriebe raus, würde ich jetzt mal behaupten. Oder Vorderachse. Oder Vorderachse, ja. Was wäre besser? Ist beide scheiße. Ja. Scheiße. Ja, ist beides blöde Arbeit. An sich kein Stress, machen wir auch, aber es ist halt platztechnisch und zeittechnisch gerade ein bisschen schwierig. Aber es kann ja dann jetzt rein theoretisch, wir haben ja das Spiel der Kurbelwelle überprüft, also kann das ja jetzt eigentlich nur noch diese Nut da drinne sein oder was? Dann kann es bloß noch die Ölpumpe sein, warum die das alle bearbeiten, weil, also wo du sagtest, war bei dir noch nie so der Fall, ne? Nee. Und wo der Timo mir geschrieben hatte, du, ich habe schon 5 Keilriemen, Zahnriemen zerschossen deswegen. Ja, wieder volles Programm undicht. Mhm. Also genauso stark wie sonst. Ich würde jetzt mal interessieren, wie dann der Simmering aussieht. Also gut, müssen wir nicht weiter gucken, aber. Würde es Sinn machen, den Kurbelgehäusedruck mal zu messen irgendwie? Könnte man grundsätzlich machen, aber das musst du ja dann im Endeffekt unter Last messen, weißt du? Weil jetzt im Leerlauf bringt es ja nichts. Ja, unter Last klar, ja. Messen, das wird ganz schwierig. Gibt zwar einen Sensor, was man ranmachen kann, aber es wird schwierig. Bisschen auf dem Prüfstand. Ja, das wäre am besten, ja, tatsächlich. Aber es hatte schon mal jemand, warte mal, wir haben das schon mal aus einem gewissen Grund ausgeschlossen, warum der Kurbelwellengehäusedruck nie zu groß sein kann. Naja, wegen der, also einmal hast du eine große KGE und du hast ja 12 Bar Kompression. Also, ja. Deswegen, also da können gar nicht so viel Blaubeigase freigehen. Und das Komische ist, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt die Kiste laufen lassen, eine halbe Stunde drauf, dass kein einziger Tropfen mehr rauskommt. Doch, jetzt, wenn es immer zu spät ist, zu spät, jetzt kommt es raus, genug. Okay, da kommt es immer dann raus. Okay. Jetzt, immer jetzt zu spät. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, nicht lange gefahren. Ne? Was würde man denn jetzt im Normalfall machen, wenn man das Symptom sieht? Ich sage im Normalfall Simmering tauschen, logischerweise, das haben wir jetzt schon. jetzt ist halt leider Gottes der nächste Schritt, Motor muss raus und dann muss man eigentlich, wenn man es richtig machen will, auf jeden Fall Ölpumpe erneuern und gegebenenfalls die Kurbelwelle erneuern. Ne? Je nachdem, was als erstes im Geist aufgibt oder was kaputt ist. Was kaputt ist, ja. Naja, im Endeffekt. Siehst du es, wenn du es zerlegst? Die Kurbel, ob die Schrott oder nicht Schrott ist? Du kannst messen, du kannst den Zapfen noch messen, vorne messen, schauen im Vergleich zu einer anderen oder einer neuen Kurbelwelle, was da das Außenmaß beträgt.
ob der abgedreht wurde oder nicht. Mhm. Und du kannst halt die Humidität von der Ölpumpe, wo das Zimmerring drin läuft oder drin eingepresst ist, messen. Also du hast deutlich mehr Möglichkeiten, das nochmal zu überprüfen. Genau, du hast viele Möglichkeiten, um die Schritte eben nachzugehen oder zu überprüfen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Bis jetzt sind alle Pumpen immer dicht geworden. Bis jetzt haben wir eigentlich alles dicht bekommen. Ja. Ey, und wir haben ja schon Wellen dabei, die kannst du auf den Schrott schmeißen. Das ist ja alles schon dicht geworden. Dann kommt die Theorie von dem Timo halt doch hin, dass bei dem Gas genau dasselbe sagt hat. Jedes Mal sagt er. Immer wieder. Aber nie so. Und was war da die Lösung? Die Ölpumpe bearbeitet. Mit den Kanälen öffnen und so ein Zeug alles. Naja, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also wir machen das wirklich bei jeder Ölpumpe, dieses Upgrade. Aber das ist eigentlich nicht das Rätsel der Lösung, meiner Meinung nach. Also ich kann mir einfach nur vorstellen, dass entweder, wie der René gerade schon gesagt hat, das Loch, wo der Simmering reinkommt, ja, dass das aus irgendeinem Grund nicht mehr rund ist, sondern leicht oval und der da irgendwie links oder rechts rausdrückt oder unten vielleicht dann sogar. Dann würden wir es lösen, wenn eine neue Ölpumpe reinkommt, ne? Die Frage wäre jetzt, wie könnte man das Ganze oder die ganze Problematik zusammengefasst am besten behandeln, weil wir haben ja noch das Thema Ventilschaftdichtung, das ist ja irgendwo noch Not am Mann. Tja, am leichtesten, man macht einen Rundumschlag, man zieht den Motor raus, macht den einmal frisch und dann baut man wieder ein. So Freunde, also ich habe noch 3 Minuten Speicherkarte. Okay, fünf Wochen. Haut mal raus. Also, wir haben zwar heute kein Ergebnis erzielt, der Kurbelplan so wäre grob wirklich nur die Möglichkeiten. Zapfen der Kurbelwelle vorne messen, auf Rundlauf, ne? Genau. Und auf Höhenschlag. Ja. Ob und daher die Undichtigkeit genau kommt, dass der Simmerring immer verdrückt wird? Genau, und bei der Ölpumpe werden wir mal gucken, ob das quasi gleichmäßig rund ist. Ne? Mhm. Also ob da eine Ovalität da ist, ja, da wo der Simmerring reinkommt, ne, dass der nicht oben links, Seite naja rechts rausdrückt. Und wenn das soweit passt, dann müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Ne? Also wir haben im Endeffekt, wir haben 3 Probleme. Wir haben einmal undichte Schaftdichtungen, wir haben am Zylinder 6 nur 10 Bar Kompression, müssen wir vielleicht nochmal messen, sei mal dahingestellt, und wir haben den undichten Simmerring. Mhm. Na, also das sind jetzt die 3 großen Probleme, die wir da haben. Wenn wir das hinkriegen, läuft das tipptopp. Also wir haben jetzt, keine Ahnung, bestimmt schon 50 Supramotoren gemacht oder lass es 40, 60 sein, ich weiß es nicht genau. Und wir haben bis jetzt noch nie dieses Problem gehabt, dass wenn wir einen Upgrade-Simmerring von uns reinbauen, dass das undicht ist. Noch nie. Mhm. Egal bei welcher. Deswegen müssen wir halt jetzt wirklich da mal forschen, was ist wirklich die Ursache dafür. Ist es die Ölpumpe, ist es die Kurbelwelle? Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau, da müssen wir auf jeden Fall schon mal danke für euren Einsatz heute sagen, weil ich sag mal, die Fehlersuche, Jungs, das war einfach das geil. Muss ich sagen, der Tag ging rum wie im Flug und hat auch einfach Freude gemacht. Es war einfach so geil, dir mal ein bisschen über die Schulter zu schauen, was du so machst. Sagen, hat auch richtig und Spaß gemacht mit euch, war wirklich vom Allerfeinsten und vor allem hat gemerkt, ihr macht und Leidenschaft, das ist wirklich krass. Das ist die Hauptsache, ja. Anders geht's in Deutschland, ne? Ja. Bei den ganzen Steuern. Ist wirklich schön. Das rennt uns immer hinterher, das verfolgt uns einfach. Ja. Nee, aber das musst du aus Leidenschaft machen. Das gut. Das ist einfach so. Okay. Gut. Alles klar. Dann gut, Freunde. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.